Geplatzte Verlobung BTN Basti Martin Wernicke hat eine neue Freundin. Anders als Basti bei Berlin, Tag und Nacht schwebt Darsteller Martin Wernicke gerade auf Wolke 7, er hat eine neue Freundin. Als Basti kann sich Martin Wernicke bei Berlin, Tag und Nacht einfach nicht auf eine Frau festlegen. Egal ob Paula, Mandy oder Emmy, die Liste von Bastis Fehltritten in der BTN-Damenwelt ist lang. Anders sieht es bei dem Darsteller privat aus, der Mime schwebt mit seiner neuen Freundin, die sich auf Instagram Franny Pippi Lotta-Knottbus nennt. Auf Wolke 7. Für viele Fans eine Erleichterung. Hatten sich der Schauspieler und seine langjährige Freundin Una, mit der er sich 2018 immerhin sogar verlobte, doch vor nicht allzu langer Zeit getrennt. Endlich ist er wieder glücklich. Dabei dachte ich, du hast die Schnauze voll von Frauen. Freu mich für dich und mir geht das Herz auf, wenn du wieder glücklich bist, Martin. Heißt es beispielsweise in den Kommentaren auf Instagram. Manch einer reagierte auch sehr überrascht auf die neue Beziehung. So schnell verliebte sich der Darsteller neu. Unverhofft kommt oft, scherzt Martin Wernicke in einem Kommentar dazu. Wie glücklich er mit seiner neuen Partnerin ist, zeigt er auf der Social-Media-Plattform. Dort machen sie auf Schnappschüssen zusammen im Wald Faxen. Kuscheln verliebt oder nehmen zu Hause die Corona-Maskenpflicht ein wenig hops. BTN-Star Martin Wernicke noch befreundet mit Ex Una. Ebenso gut versteht sich Martin Wernicke auch noch mit seiner Ex, maybe next time or in another life. Schrieb er erst Ende April zu einem gemeinsamen Foto, auf dem die beiden sich eine Faust geben. Von seinen Followern gibt's dafür einen Daumen hoch. Finde es echt schön, dass ihr das könnt, so einer der User. Warum Martin Wernicke und Una sich getrennt haben, verrät er nicht, ebenso wenig, wie und wo er seine neue Freundin kennengelernt hat. Doch das ist wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig. Wenn wir die strahlenden Augen und das breite Grinsen der beiden ansehen,